immer gut, wenn die Stille da ist. Ja, Leute, ich, nachdem ich mich in Montreal mit Bockbierhagel getroffen habe, hätte ich heute abladen sollen in Hutchinson, Minnesota. Ja, die können das Produkt gar nicht brauchen, weil erstens eine riesengroße Baustelle da ist und ja, ich habe den ganzen Tag gewartet, schön sprechen, Rotti. Und jetzt bin ich zur Reinigung gefahren, wo ich eigentlich den leeren Trailer hätte droppen sollen. Habe jetzt den vollen Trailer hingestellt. Fahr Bobtail runter nach Le Mars. Das liegt in Iowa. Und dann fahre ich von Iowa nach Saskatchewan rauf mit einem neuen Trailergespann zu einem Kunden und drop oder stell dort das neue Trailergespann zu. Für North Dakota, da es ein Bitrain-Gespann ist, brauche ich ein Longload sein. Das muss ich mir noch besorgen auf irgendeinem Truckstop. Schauen wir mal. Irgendwo wird es das schon geben. Und wie gesagt, jetzt geht es einmal Bobtail knappe 500 Kilometer darunter nach Le Mars, keine Ahnung. Das liegt aber so City in der Nähe. Und jo. Dann fahren wir jetzt mal raus aus St. Paul. Ich liebe diese Metropolen, ich sage euch, ich liebe sie. In erster Linie steht aber Montreal. Bis später.
schaue mal, ob ich so ein Longload-Schild oder Blackout bekomme. Mal gucken. So, ich bin mittlerweile bei dieser Trailerfirma. Schauen wir mal, was Office ist. Und für ein paar Further Instructions. Ein paar Neiche stehen schon da. Kein Danker, Seitenkipper. So, jetzt schauen wir uns das einmal an. Zwei sind schon bei den Trailer. Das ist gut. Sie nicht mehr zahlen. Alles neu. Ja, ich will es vor allem noch zumachen oder lass was offen, keine Ahnung, muss ich mal fragen. Das passt. Mal Luft im Relade, checkt er mal. Thank you.
passt. Laub schon weg genug. Sattelplatte ist gelockt. Schon wieder mal alles auf. Wahnsinn, da hat sich 130 jetzt drauf gekommen. So, hier bin ich mittlerweile beim Kunden, habe die Trailer abgestellt. Da haben wir es wieder, das Und ja, die Tür hat 12 Tage gedauert mit knapp, nein, 13 Tage und mit knapp 10.000 Kilometern. Und ja, ich bin jetzt einmal zu Hause das Wochenende. Montags habe ich einen Termin beim Doc, also zuerst einmal Bloodwork, Blutabnahme, Mittwoch ins Krankenhaus rein, damit wir die auch nicht vergessen, sage ich immer. Raucher husten und Raucherstimme. Bin aber nicht Raucher. Ja, wie immer sage, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Zeit vertreiben können. Es war nichts Besonderes bei dieser Tour, außer dass wir die eine Ware nicht angenommen haben. Ja, kommt auch vor. Und ja, kann ich nur sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt's geil. Ciao, pfiat euch und Baba dabei. Könnt's gern liken, kommentieren. Kommentare da lassen, auch Bullshit-Kommentare. Wird nichts zensiert bei mir. Im Gegensatz wie bei anderen. Und ja, auch gleich ein bisschen Werbung. Bobby Hager, der den noch nicht kennt, schaut's mal rein. Ich hab da am Anfang eh das Video eingeblendet, wo ich mich getroffen habe mit ihm in Montreal. War ein ganz super Abend, muss ich sagen. Und wird sicher wieder mal dazukommen. Also, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch und Baba derweil.